Links schickt das Höschen. Was? Nix, nix. Oh, verdammt. Ja, kommt mal hier. Oh nein, aua. Wow, durch diese Cutscene. Wow, super. Da komme ich nur als großer Link dran. So, mit 3 Herzen wären wir jetzt schon lange. Zweimal tot schon. Krabbeln schon wieder. Ach, das war das Miese, glaube ich. Ja, ich erinnere mich. Oh, warte mal. Und verdammt. Ja, aber daran kann ich mich noch erinnern. Daran kann ich mich noch erinnern, Alter. Das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, der mir im Randomizer gefehlt haben. Den Teil ersparen wir uns jetzt mal. Treffte es doch, oder nicht? Wow, es zählt, glaube ich, nicht, dass ich das treffe. Nein, war das hier oder war das in... Ich glaube, das war in dem Dungeon, wo das so eklig war. Treffe ich das von hier? Na, komm. Hä? Aha. Aha. Wollte gerade sagen. Boah, ich glaube, das war wirklich hier.
Und zwar da gegenüber ein Raum mit Zeitenstein und Dingsbums. Sag mal, Kiste. Wow. Für den Sieg. War das der Stein? Weiß es gerade gar nicht. Ich hätte mir die Karte auf den Kompass auf jeden Fall holen sollen. Ne? Gut. Was, der Stein? Oder war es einer von den beiden, die ich jetzt da eben hatte? Ich weiß es nicht mehr. Der macht auf jeden Fall die Tür auf, das steht schon mal fest. Aber hier gab es, glaube ich, auch noch zu wissen, eine Kiste. Erste Hälfte vom Tempel und schon eine Stunde vorbei wieder. Ha! Ich hab dich. Kiste? Was machen die anderen beiden nochmal? Oder waren die später für die Skulptur? Die Skulptur war, glaube ich, sogar einen Fanghaken zu erreichen da oben. Ich weiß es gerade nicht mehr, deswegen hole ich mir jetzt einfach den mal herbei. Wie die da alle rumhüpfen, Alter. Voll lustig. Ne, das war ohne Hand. Nein! Ja, gut.
Den Gegner werden wir besiegt. Unser Vorteil schon mal. Wir müssen uns nicht wieder mit denen rumschlagen. Jo, jetzt ist das mal den Kompass. Dann wissen wir nämlich, ob da oben noch mehr ist als so eine Truhe. Na, ist nur eine Truhe. Gut. Theoretisch. Welche waren das? Die beiden, die auf der einen Seite standen, auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Ba-ba-da-ba. Oder muss ich die Truhe nicht mal aktivieren? Das wäre natürlich jetzt sogar noch besser. Aber nein, schon ist sowieso Schluss. Also werde ich nur noch mehr oder weniger gucken. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon so, hey, jetzt falle ich runter. Deswegen werde ich gucken, dass ich die Hälfte jetzt noch fertig mache, dann wieder zurückkomme. Dann mit dem großen Linky hingehe. Mit dem großen Linky Boy. Aua. Nein, ich muss die Truhe nicht mehr aktivieren. Und die Tür muss ich auch nicht mehr aufmachen. Nice. Ein Herz! Egal, im Herz gehe ich hier hin. Ja, moin, ja. Dich habe ich gesehen. Ne? Auch nichts. Ah, jetzt kommt mein Lieblingspart. Körper. Nein. Aber wenn ich jetzt Glück habe. Er trifft mich nicht. Okay, er trifft mich doch jetzt. Komm, Butt, sei ein braver Typi. Aua. Komm her. Oha, ja moin, ach Digga, komm jetzt. Ja. Hey, ich bin fast tot. So, da habe ich mich noch lange nicht angestellt bei diesem Waisenprinzen, Digga. Und ein Schlag wetten. Nee, ein paar mehr. Drei. Wegen drei vermaledeiten Schlägen.
Nee, nein, nee, nein, akzeptiere ich nicht. Hey, Marcel, was ist? Überrascht mich zu sehen. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende sei. Marcel, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Ich würde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Ja, das war das allerletzte Mal, dass wir. Oh Gott, wie hieß die Eule? Gebora? Kepora? Kupora? Gesehen haben. Ja. Die vorletzte Truhe. In die vorletzte Truhe. Aha, die letzte Truhe, glaube ich, die wir als kleines Kind aufmachen werden jetzt. Ja, klar, es ist die letzte. Ich brauche da nicht mehr als kleiner Junge herkommen. Die Krafthandschuhe. Wie gut, dass ich das gehört habe. Die Krafthandschuhe. Trägst du sie? Hast du die Kraft, mit A sehr schwere Dinge anzuheben? Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem hast du versprochen, sie Naboru zu geben. Halte also Wort. Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Was ist denn hier los? Ah, lasst mich. Hä? Hallo? Oh mein Gott. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid Gandalfs eklige Sklaven. Flüchte, Marcel, schnell. Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Krume und Kotake. Ist alles in Ordnung da unten? Und da, auf diesem Fels ist unser allerletztes Herz. Und das holen wir uns jetzt noch. Die letzte Skulptur hier und das allerletzte Herzteil holen wir uns jetzt noch. Tja. Aber erst holen wir uns die Skulptur und dann holen wir uns das Herzteil. Ne, erst das Herzteil, dann die Skulptur. So. Theoretisch müsste ich dann noch zu Zoras Fluss. Also Zoras Reich. Und da können wir aber auch hin, wenn wir den Geistertempel fertig haben. Ja, das letzte Mal, dass wir ein Kind sind. Oder ein Kind gewesen sind. Sagen wir es so. Tja. Die Reise neigt sich echt dem Ende. Das interessiert mich alles gar nicht wirklich. Ach so, seht ihr das Silberne? Jetzt haben wir die Krafthandschuhe an. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum.
Oh nein, das war zu früh. Oh nee, das war genau passend. Das letzte Herzteil in diesem Spiel. Und zwar müssen wir jetzt hier runter. Taxi, stopp. Oh Gott, ich hab's aber auch heute. Nee, es ist. Könnten natürlich jetzt auch wieder zur Zitadelle der Zeit. Könnten dann mehr oder weniger auch noch die anderen Skrotolas holen. Ich glaube, das machen wir fürs nächste Mal. So. Ach ja, Leute. So. Also dann im nächsten Part.